Ja, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, ich werde mich sehr kurz fassen. Ich möchte die Demonstrationen auf keinen Fall aufhalten. Auch die Linke solidarisiert sich natürlich mit den Streikenden in Europa und vor allem in den besonders hart getroffenen Ländern im Süden. Und es ist klar, dass diese Länder aktuell das neoliberale Experimentierfeld sind. Was dort an Verschärfung von Sozialabbau, von Abbau von Arbeitnehmerinnenrechten, an Demokratieabbau stattfindet, das alles wird früher oder später auch hier ankommen, wenn wir uns nicht jetzt dagegen gemeinsam wehren. Und die Frage ist, wer ist eigentlich schuld daran? Sind es die Griechen? Ist es der Euro? Und ich sage, es ist vor allem eine Bundesrepublik, die in den letzten Jahren massiv auf Sozialdumping, auf Lohndumping, auf Armutslöhne und auf die Expansion eines Niedriglohnsektors gesetzt haben. Denn erst die deutschen Niedriglöhne haben es ermöglicht, dass unsere Exporte die anderen südeuropäischen Ländern in die Verschuldung getrieben haben. Die Verantwortung für diese Politik tragen die Bundesregierung von Schwarz-Gelb, angefangen in den 90er Jahren, von Rot-Grün, der Großen Koalition und auch der aktuellen Regierung. Keine der Parteien hat sich gegen einen solchen Kurs eingesetzt. Sie alle haben die Agenda-Politik gemeinsam durchgesetzt und gemeinsam den Niedriglohnsektor in Deutschland geschaffen. Und Deutschland ist nicht besser als Südeuropa, wir sind einfach nur billiger. Und wenn wir diesen Prozess aufhalten wollen, dann brauchen wir viel mehr Widerstand, als er aktuell vorhanden ist, und vor allem auch in Deutschland. Und hier sind vor allem auch die deutschen Gewerkschaften gefordert. Denn alles, was in Südeuropa umgesetzt wird, trifft in der nächsten Runde uns. Es reicht auch kein symbolischer Widerstand, so wichtig er auch ist, er reicht nicht mehr aus. Der Widerstand muss den Herrschenden wehtun. Erst dann können wir eine Umkehr bewirken. Erst wenn in den Fabrikhallen die Produktion stillsteht, wenn der Verkehr lahmliegt, erst wenn die Verwaltung nicht mehr arbeiten kann, wenn die Straßen blockiert sind, erst dann wird sich dieser Kurs wirklich aufhalten lassen. Und deswegen muss die Devise lauten, auch hier müssen wir streiken. Wir müssen streiken und streiken. Und wir müssen einen politischen Streik organisieren, bis hin zum Generalstreik auch in Deutschland. Alles andere wird das deutsche Kapital nicht beeindrucken. Die Gewerkschaften müssen verstehen, dass die Zeit der Sozialpartnerschaft vorbei ist. Das Kapital hat dieses Bündnis längst aufgekündigt, schon vor Jahrzehnten. Und das muss sich jetzt auch in der politischen Praxis der Gewerkschaften wiederfinden. Doch die Frage ist, ob die Euro-Krise alleine steht. Denn wir haben nicht nur eine Euro-Krise, wir haben eine globale Vielfachkrise, eine Krise der wachsenden Armut, der Unterentwicklung im Sinne von der Fähigkeit, sein Leben selber zu gestalten. Wir haben eine ökologische Krise, eine Krise vom globalen Demokratieabbau. Und das Wachstum dieses Kapitalismus ist am Ende. Und wenn es so weitergeht, dann droht nicht nur der ökonomische, sondern vor allem auch der ökologische Kollaps. Wir haben nicht nur die Euro-Krise, wir haben eine globale Systemkrise, und zwar eine Krise des Kapitalismus. Und das müssen wir auch so benennen, wenn wir wirklich etwas verändern wollen. Wir brauchen einen radikalen Umbau, einen radikalen Bruch. Wir brauchen einen sozial-ökologischen Umbau des Kapitalismus, der den Profitzwang zurückdrängt, der es den Menschen ermöglicht, ihr Leben wieder selber in die Hand zu nehmen, der es ermöglicht, sein Leben nicht nur nach den Marktzwängen zu gestalten, sondern nach dem, was wirklich menschlich und sozial und das Miteinander fördert. Und wenn wir ehrlich sind, diese Systemkrise lässt sich nur überwinden, wenn auch der Kapitalismus überwunden wird. Wir müssen wirklich Demokratie erkämpfen, nicht nur im Staat, sondern vor allem auch in der Wirtschaft. Wir müssen den Kapitalismus überwinden, die Wirtschaft demokratisieren. Und diese Alternative hat einen Namen: Sozialismus. Also, Solidarität mit den Streikenden in Europa. Wir brauchen eine radikale Opposition gegen den Neoliberalismus und gegen den Kapitalismus. Und Solidarität heißt Widerstand leisten. Also, auf geht's! Jawohl.